Sehr geehrter Herr Merz, die CDU, in die ich vor Jahrzehnten unter Helmut Kohl eintrat, war die Partei, die für Freiheit, Rechtsstaat, Demokratie und für die Wahrung der Interessen des deutschen Volkes eintrat. Es war die Partei, die sich für Meinungsfreiheit, Medienpluralismus, freie Wissenschaft und Bildung und gegen jede Art der Ideologisierung unserer Gesellschaft aussprach. Vor allem war es die Partei, die unerschrocken und ernsthaft gegen jede Form des menschenverachtenden Sozialismus kämpfte, egal ob der Sozialismus braun, rot oder grün war. Die heutige CDU, die von Angela Merkel geprägt wurde, hat diese Werte aufgegeben. Mehr noch, sie vertritt Positionen, die unvereinbar sind mit einem freiheitlichen und christlichen Menschenbild. Die heutige CDU ist eine Variante der sozialistischen Parteien und keine Alternative dazu. Die heutige CDU ist hauptverantwortlich für die Migrationskatastrophe, für die unverantwortliche Energiewende, die Abhängigmachung von Russland durch die Merkel-Regierungen, die desaströse Bildungs-, Familien- und Wirtschaftspolitik, aber vor allem ist sie verantwortlich für die Erosion von Rechtsstaat und Demokratie, für Brandmauern, für die Ausgrenzung und die politische Benachteiligung Andersdenkender. Die heutige CDU arbeitet mit den Extremisten der grünen Ideologie und mit der SED Die Linke zusammen. Sie, Herr Merz, sind von den Mitgliedern der CDU nicht zum Vorsitzenden gewählt worden, um diese katastrophale Politik fortzusetzen, sondern um eine Politikwende in der CDU und in Deutschland durchzusetzen. Die Werteunion, ihre Kreisvorsitzenden und Unterstützer, hatten sie bei der Mitgliederbefragung unterstützt. Ich muss feststellen, dass sie den Kurs der Merkel-Union in Richtung Neosozialismus nicht nur fortsetzen wollen, sondern dass durch ihre Politik der Brandmauern, Ausgrenzungen, Parteiausschlussverfahren und Unvereinbarkeitsbeschlüsse sie für sich und die CDU die Entscheidung getroffen haben, jeglichen Kurswechsel und eine Politikwende insgesamt zu verhindern. Dieser Weg ist ein Verrat an den Werten der klassischen CDU. Deutschland ist tief gespalten und der Graben wird täglich größer. Die CDU trägt mit ihrer Brandmauer- und Ausgrenzungspolitik maßgebend dazu bei. Der Graben verläuft indes nicht zwischen Gut und Böse, rechts und links, sondern zwischen denen, die sich vorsätzlich oder aus Dummheit für eine neosozialistische Gesellschaft einsetzen, die potenziell in den Totalitarismus abgleitet und in der den Menschen vorgegeben wird, wie sie zu leben, zu sprechen, zu arbeiten und zu heizen haben, und denen, die sich für die Freiheit, für Rechtsstaat und für die Grundordnung des Bonner Grundgesetzes entscheiden. Die Werteunion und ich wählen die Freiheit und sind gegen jede Form von Sozialismus. Ich muss feststellen, dass Sie und Ihre CDU sich anders entschieden haben. Vor diesem Hintergrund erkläre ich hiermit meinen Austritt aus der CDU. Mit freundlichen Grüßen, Hans-Georg Maaßen.